Hallo meine Lieben, ich begrüße euch erstmal zu meinem ersten YouTube-Video zum Thema Diamond Painting. Ich habe jetzt gleich eine freudige Überraschung, zumindest für mich. Ich freue mich gerade ungemein, denn ich habe meine allererste Diamond Art Club Bestellung gekriegt und der Karton ist riesig. Wirklich riesig. Ich kann euch den gar nicht so richtig komplett zeigen. Ich kann mal versuchen rauszuzoomen. Ob das geht. Ja, so sieht man das etwas besser. Ich stelle euch mal noch ein bisschen schräger. So, da sieht man ihn nämlich auch komplett. Da ist er. Und wir machen ihn jetzt zusammen auf. Ich freue mich gerade ungemein. Das ist meine erste Diamond. Ich habe mich bis jetzt wirklich nicht getraut, dort zu bestellen, weil ich so dolle Angst hatte, dass das Paket nicht ankommt aus Amerika. Das ist ja ein amerikanischer Shop, wer den Shop nicht kennt. Aber ein sehr guter Shop mit sehr hochwertigen Bildern. Oh mein Gott, ich sehe schon die Kartons. Oh. Wir packen jetzt erstmal aus. Ich gucke, dass ihr die Bilder mal noch nicht gleich seht. Da ist Karton Nummer 1. Karton Nummer 2. Und Karton Nummer 3. Drei Bilder habe ich mir bestellt. So, eins in rund, eins in eckig und noch eins in rund. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie sieht sie das? Ich zeige euch die Bilder jetzt nach und nach. Ich packe jetzt mal die zwei großen weg. Wir fangen mit dem kleinen an. So, die Diamond Art Club Kartons. Jetzt kann ich euch wieder ein bisschen runternehmen. So, die Diamond Art Club Kartons. Die haben ja so einen richtig wunderschönen Holo-Effekt. Ich hoffe, man sieht es etwas. Das sind ja diese Sterne überall auf den ganzen Karton. Und an den Diamond Art Club Kartons sieht man es von außen, was es für Steine sind. Hier ist jetzt ein rundes Zeichen, das heißt, es sind runde Steine. Und ich zeige euch mal kurz das Bild. Und zwar ist es dieses. Ich versuche es mal zu fixieren. So, jetzt dürftet ihr das gut sehen. Also das Bild heißt Soulmates von Diamond Art Club. Es hat also keinen direkten Münze, es ist ein Diamond Art Club Bild. Es ist 57 x 38 cm groß. Und wie gesagt, hat runde Steinchen. So, und das werden wir jetzt einmal auspacken. Oh, ich freue mich gerade ungemein. Ich freue mich so dolle da drauf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, ich bin so nervös. Wirklich einen richtig schönen Karton. Wo ist das Toolkit? Ich komm her. Es hängt fest. Da ist es. Es ist noch ein altes Toolkit. Diamond Art Club hat mittlerweile neuere Toolkits. Da ist auch noch ein Coverminder und so dabei. Aber wir gucken uns natürlich auch das alte Toolkit an. So, das ist einmal ein durchsichtiges Schiffchen. Dann einmal ein Stift mit so einem Aufsatz. So, dann könnt ihr den Stift dann etwas besser halten. Ich habe sowieso meine eigenen Stifte, ganz, ganz viele. Die zeige ich euch mal später. Ganz, ganz viele Zippertütchen. Ganz, ganz viele. Ich nehme euch mal ein Stückchen runter, man sieht es ja kaum. Und mal so ein bisschen schräger. So, da sieht man das ein bisschen besser. So, zweimal Herzchenwachs. Das soll sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ich bin sehr gespannt.
Und einen Vierfachaufsetzer. Der ist ein bisschen vergilbt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Keine Ahnung, aber das tut dem Zweck ja nichts. Es ist ein dünner Aufsatz, mit dem arbeite ich sowieso am liebsten, wenn ich nicht mit Metallaufsätzen arbeite. Ein sehr schönes Türke. Das ist alles dabei, sodass man gleich starten kann. Ein Haufen Zipptütchen. Wahnsinn. Guckt euch mal die vielen Zipptütchen an. So, dann packen wir mal alles hier wieder rein. In die Tüte. Dass wir das dann auch gleich alles zusammen haben. Und wir packen mal die Leinwand aus. Ich freue mich so. Hier ist auch nochmal das schöne Diamond Art Club Logo auf der Folie drauf. Oh, wow. Wow. Ist das eine weiche Leinwand? Wow. Die fühlt sich richtig, richtig toll an, wie Stoff. Richtig, richtig weich. Oh mein Gott. Ich sehe schon was, was mich total... Vielleicht bin ich da so ein kleines Opfer. Die Leinwand glitzert. Ich hole euch gleich nochmal näher ran. Die Leinwand glitzert ungemein. Der Wahnsinn. Wow. Richtig, richtig wow. Ich bin sprachlos. Ich bin leicht sprachlos. So, hier sind die Steinchen. Die packen wir gleich aus. Wir gucken uns aber erstmal die Leinwand an. Jetzt gucke ich aber nur gerade, ich kenne das von den anderen Videos, dass da Sticker und sowas mit dabei sind. Habe ich die jetzt irgendwie übersehen? Nö. Die habe ich leider nicht dabei. Ich habe keine Legende, keinen Sticker mit dabei. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Karton ist auch nichts mehr drin. Da bin ich jetzt ein bisschen traurig. So, hier ist aber noch meine Anleitung mit dabei. So, aber die Legenden sind ja mit auf der Leinwand mit drauf. Einmal rechts und einmal links. Die Tonkleben tut sie auch nicht nehmen. Hätte ja sein können. So, ich zeige euch das Bild jetzt nochmal von oben. Also wie gesagt, das sind runde Steinchen. Es ist ein kleines Raster zu sehen. Wartet. So, jetzt. Es ist ein Raster zu sehen, wo man dann schön die Steinchen drauflegen kann. Oh, seht ihr, wie diese... Könnt ihr das erkennen, wie diese Leinwand glitzert? Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Doch, jetzt seht ihr es. Guckt euch mal auch diesen wunderbaren Druck an. Wahnsinn. Also ich bin absolut begeistert. Ein richtig, richtig schönes Bild. Ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt. Ah. Das ist so schön. So, aber nichtsdestotrotz gucken wir uns mal noch die Steinchen an. Alles wieder schön vorsichtig zusammenrollen. Ich packe erstmal hier auf die Folie, damit ich das dann nachher wieder alles schön einpacken kann. Und wir gucken uns die Steinchen an. So viel ich weiß, stellt ja Diamond Art Club seine Steinchen selber her. Zumindest ist das bei den eckigen so. Bei den runden Steinchen sehe ich schon mal, dass es keine Harzsteine sind, so wie das aussieht. Aber eigentlich macht Diamond Art Club mit Harzsteinen. Aber die haben hier echt viele Löcher. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Zum Beispiel hier an dem. Den da.
Aber die Steine sehen trotzdem, egal wie, sehr, sehr gut aus. Bei Rund, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so großen Wert darauf, ob das nun Harzsteine oder Acrylsteine sind. Weil runde Steine können auch sehr gute Acrylsteine sein. So, die Steinchen. Diamond Art Club verpackt ja die Steinchen nicht nach DMC-Nummern, sondern nach Menge. So, und damit zeige ich euch jetzt erstmal die ersten Steinchen. Das ist einmal die 823 und ganz dunkles Blau. Wir haben ja natürlich ganz, ganz viele Blautöne. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie viele AB-Farben das hat. Und dadurch, dass ich keine Legende mit dabei habe jetzt, kann ich auch nicht sehen. Also werden wir uns überraschen müssen. Hier sind auch noch mal ganz viele verschiedene Blau- und Lila-Töne. Aber richtig schöne Steine und die glitzern. Hier ist auch ein Päckchen 310. 310 ist jetzt nicht so viel. Lila, blau und dunkelblau. Auch wieder ein richtig schöner lila Ton. Na komm her, jetzt hat sich's verhakt. Ein schöner Türkiston und Flieder. Und hier kommen wir jetzt zu den AB-Steinen. Hier haben wir den ersten AB-Stein. Für die, die es nicht wissen, AB-Steine sind Steine, die noch einen Überzug haben. Und AB heißt Aurora Borealis. Und dieser Überzug erinnert an dieses Aurora Borealis, an dieses Nachtleuchten. Die normalen Steine haben diesen Überzug nicht, aber die AB-Steine haben den. Und dadurch schimmern die so leicht regenbogenfarben. So, hier haben wir noch ein ganz klein helles Blau. Ein Flieder noch, auch ein schönes Lila. Ein dunkleres Blau, ein ganz, ganz helles Blau und ein Rosa. Also ist es wirklich nur eine AB-Farbe mit diesem Türkisblau, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich kann nochmal auf die Legende gucken, denn, ja genau, es ist nur eine AB-Farbe. Denn Diamond Art Club hat auf der Legende das ganz gut beschrieben, denn Diamond Art Club schreibt nicht auf die Legende AB-Steine, sondern Diamond Art Club hat alles, was unter der 150 ist, als AB-Steine deklariert. Das heißt, sehe ich schon, alles, was unter der 150 ist, ist dann ein AB-Stein und das ist nur dieser eine, das ist die 138. Das ist dieser blaue AB-Stein. Trotzdem bin ich etwas traurig, dass da keine Sticker und keine Legende mit dabei ist. Gebe ich ehrlich zu, aber auch das lässt sich schön painten, hundertprozentig. Man hat ja auch sonst nicht überall eine Legende mit dabei. Und bis jetzt ging es ja auch. Ich bin mal gespannt, ob das bei den anderen beiden genauso ist. Das werden wir aber gleich sehen. So, einmal Bild Nummer 1. Ich packe das ganz kurz zur Seite und dann holen wir gleich Bild Nummer 2. So, welches nehmen wir denn? Rund oder eckig? Rund oder eckig? Ach komm, wir machen jetzt mal ein eckiges. Das ist wirklich etwas größer. Und hier sieht man jetzt schön. Warte, ich stelle mal schnell das. Das war meine Wand einmal. So, und jetzt sieht man das ganz gut. Hier ist jetzt auf dem Karton ein eckiges Zeichen. Das heißt, hier ist ein eckiges Kit drin. Und ihr seht jetzt auch schon das Bild dazu. Es ist dieser Frühlingsdrache. Ist der nicht schön? Ich hoffe, das Licht blendet nicht so dolle. So, Spring Little Dragons von Sheena Pike. Von ihr ist auch dieser berühmte Regenbogendrache. Den haben bestimmt schon ganz, ganz viele schon gesehen. Das Bild ist ganze 56 x 71 cm groß. Ich bin sehr gespannt. Man sieht es ja auch schon am Karton, dass es viel, viel größer ist. Oh. Auch hier wieder dieser Holo-Effekt auf den Karton, wie bei dem Runden natürlich auch. So. Und dann machen wir es mal auf. Oh. Ich bin immer noch so nervös. Tut mir leid, meine Hunde. Die haben gerade was gehört, was ihnen anscheinend nicht so gefallen hat.
So. Das ist so schön. Das sind schon alleine so schöne Kartons. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Und da ist es. Die Breite schon allein. Wie war das? Ich wollte ja erstmal keine großen Bilder mehr machen. So, hier kommt ein bisschen. Hier kommt ein bisschen was mit raus. Karton stellen wir erstmal an die Seite. Und hier ist der Sticker mit dazu. Für das Logbuch. Wenn man das Bild dann fertig hat, kann man den Sticker dann ins Logbuch einkleben. Bei mir ist es ja das Tagebuch von Tini Schnickschnack. Die, die meine TikTok-Videos sehen und kennen, die wissen das. Es ist. Ich finde das schön. So ein kleines Mitbringsel und ich freue mich darüber. So, das Toolkit machen wir jetzt nochmal auf, denn das Toolkit ist eigentlich fast dasselbe. Außer bei den eckigen Steinen ist eine Pinzette mit dabei. Eine kleine spitze Pinzette. Sehr gute, sehr hochwertige Pinzette. Ich pente persönlich nicht mit Pinzette. Ich stelle mich dazu einfach zu dämlich an. Das kriege ich einfach nicht hin. Ansonsten ist das Toolkit dasselbe. Man sieht es auch auf den Tüten. Ich zeige es euch gleich nochmal. Auch da steht der, ist der Unterschied gezeigt. Rund und square. Es steht also richtig auch drauf. So, und dann wollen wir mal das gute Stück aufmachen. Erstmal an die Seite. Wow! Ich mach's mal quer. Oh Gott, das ist so riesig, das passt gar nicht auf meinen Tisch. Leute, guckt mal, wie schön der ist. Wartet, ich hole euch gleich mal nochmal wieder dazu. Da zeige ich ihn euch nochmal komplett. Seht ihr, er passt nicht mehr auf meinen Tisch. Ich schiebe ihn mal jetzt noch ein Stückchen nach hinten, da wo jetzt sonst immer die Kamera steht. Aber guckt mal, wie schön der ist. Der sieht so schön aus. Und die Augen. Und auch hier ist der Druck wunderbar. Richtig schön klar. Und auch die Leinwand glitzert ohne Ende. So, stelle ich euch erstmal wieder hin. Nehmen wir jetzt nicht mein Stativumfeld. Das Kabel erstmal weg. Er ist einfach nur wunderschön. Wahnsinn. Ich freue mich mega. Er ist einfach so toll. Oh, ich bin sprachlos. Oh, das wird so viel Spaß machen, den zu painten. Aber jetzt gucken wir uns endlich die Legenden an, die normalerweise mit bei den Diamond Art Club Bildern mit dabei sind. So, die Leinwand tun wir erstmal an die Seite, damit die uns jetzt nicht stört. So, auch hier ist wieder diese Anleitung mit dabei, wie man paintet. Und hier ist auch immer ein Gutscheincode für die nächste Bestellung mit dabei. Diamond Art Club hat eigentlich immer irgendwelche Rabattcodes. Eigentlich fast immer. Wenn ihr sie kennt, Chaos on Tour hier auf YouTube, stellt ja auch viele, sehr, sehr viele Diamond Art Club Bilder vor. Sie macht auch die Sneak Peeks für Deutschland. Und sie hat auch einen Gutscheincode immer in ihrer Videobeschreibung mit drin. So, und hier ist die Legende. Die wollte ich gerne auch bei dem ersten Bild haben. Aber jetzt habe ich es bei dem Bild wenigstens. Und zwar sind das hier schon kleine Sticker-Sheets. Das heißt, man kann das gleich benutzen, um
seine Döschen, Tütchen, wie man halt gerne seine Steinchen sortiert, gleich zu benutzen. Richtig, richtig toll. Richtig, richtig toll. Und hier sieht man es jetzt schön. Alles, was unter der 150 ist, ist AB. Das heißt, die 101, die 126, die 127 und die 141. Das heißt, dieses Bild hat insgesamt 4 AB-Farben mit drin. Sehr, sehr schön. Auch diesen Sticker könnte man benutzen für sein Tagebuch oder Logbuch, wie man es auch gerne nennen mag, weil hier kann man gleich seinen Start- und Enddatum einschreiben. Könnte man auch dafür benutzen. Ach Gott, der ist so schön. Der sieht so toll aus. Und hier diese kleinen Rosen mit da dazwischen. Ja. Und hier sind der ganze Batzen an Steine für dieses Riesenbild. Und ich sehe es schon, sehr, sehr viel Weiß. Sehr, sehr viel Weiß. Mein Gott. Wow. Einfach nur wow. So. Ich habe hier einmal die 209. So, jetzt möchte ich einfach mal ganz kurz die Steinchen zeigen. Guckt euch mal dieses Steinchen an. Und es sind wieder meine Hunde. Es tut mir wirklich leid. Die Hunde bellen nun mal leider, wann sie gerne möchten. Diamond Art Club macht, wie gesagt, ihre Steinchen selber. Und die Diamond Art Club Steine haben nur einen Schliff, die eckigen. Und das ist dieser schräge Schliff. Und so wie das aussieht, wartet, ich gucke nur mal ganz kurz von nahen selber mal an, sind das schon die neuen Steinchen, so wie das aussieht. Ja, also ich würde sagen, ja. Das sind schon die Menschen. Die haben also die normalen eckigen Steine haben ja diesen schrägen und diesen geraden Schliff. Und diese hier haben nur den schrägen Schliff. So, jetzt kommen wir zum Weiß. Ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Riesentütchen Weiß. So viel Weiß. Oh mein Gott. So, ein lila, ein wunderschönes Türkis. Also die Steine sehen top aus. Das glitzert und funkelt schon durch die Tüte durch. Und ein ganz helles Blau. Davon sind nicht viele dabei. So, da haben wir die erste Schlange. Guckt, diese Pastellfarben, das sieht so schön aus. Wir haben ein ganz dunkles Lila. Ich wollte euch nur mal mit dazu zeigen. So rumdrehen. Und hier ist die erste AB-Farbe. Die 141. Das ist ein weißer AB. Und davon sind auch nicht gerade wenig. Und dazu kommt gleich noch ein rosaner AB. Die 126. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Guckt euch mal an, wie schön das funkelt. Wow. Zwei Tüten von der 210. Oh, eins meiner Lieblingsfarben, die 550. Ich finde diesen dunklen Lila-Ton so schön. Die 775. Eine kleine Tüte 310. Also das ist wirklich nicht viel. Und jetzt kommen hier so diese Pastelltöne. Oh Gott, sind die Farben schön. Hier ist ein Braun und noch ein helleres. Hier ist noch mal ein Türkis. Oh, das sind so schöne Farben. So, wir haben schon zwei AB-Farben. Zwei müssen noch kommen. So. Die berüchtigte 939. Auch Gott sei Dank nicht so viele dabei. Und hier ist der nächste AB-Stein. Ein beige Cremeton in AB, die 127. Wir können ja gleich nochmal auf das Bild gucken, wo die AB-Steine hinkommen. Das können wir gleich nochmal machen. Jetzt
hätten wir bei dem ersten eigentlich auch machen können. Hm. Na gucken, vielleicht machen wir das noch zum Schluss. Noch ein lila. Und jetzt kommen hier zwei dunklere Brauntöne. Und jetzt kommen ein paar blaue Töne. Das ist ein richtig schönes Blau. Und hier haben wir die letzte AB-Farbe, die 101. Diesen, das wunderschöne, ich würde fast sagen, das ist ein Himmelblau. Richtig, richtig. Oh, hier hat sich ein runder Stein verirrt. So, jetzt noch ein paar Erdtöne. Und noch ein paar einzelne helle Töne. Richtig, richtig toll. Richtig, richtig toll. Ich bin begeistert. So, die Steinchen packe ich mir hier wieder in die Tüte rein. Ja, es raschelt heute. Es raschelt ungemein. Aber ich freue mich so. Ich musste das jetzt gleich mit euch filmen. Es kam gerade eben aus das Paket. So, jetzt gehen wir mal an die Seite und dann gucken wir mal nochmal, ob wir finden, wo sich die AB-Steine verstecken. Also hier oben am Kopf sehe ich schon mal die 4, das ist dieser, das Weiß. Also das ist immer mal hier mit da dazwischen, gerade hier oben 4 mit in dieser Krone mit drinne. Hier oben ist dieser Beige schon auch mit in der Krone mit drinne. Der ist hier mit dabei ein bisschen. Der weiße AB ist auch hier in den Augen mit drinne. Hier ist er auch mit dazwischen. Hier zwischendrin, immer bei diesen Mustern, ist der lilane AB mit dabei. Nur den blauen AB habe ich noch nicht gefunden. Wo ist denn? Ah, hier ist er. Auch mit in der Krone. Also wird die Krone von dem kleinen Drachen sehr viel hervorgehoben. Und der weiße AB ist, wie gesagt, hier überall immer mal mit zwischendrin von dem Drachen. Das zieht sich bis runter, dass der weiße AB immer mal wieder verteilt ist. Richtig, richtig schön. Oh, das wird so toll. So. Und jetzt machen wir das dritte Bild, auf das ich mich am meisten freue und das ich auch definitiv als nächstes painten werde. Sobald ich mit meinem aktuellen Bild fertig bin, mit dem ich leider im Moment nicht so zufrieden bin. Ich bin froh, wenn er fertig ist. Aber wenn ihr das wollt, kann ich euch dann ein extra Video mal nochmal dazu machen. Heute geht es wirklich nur um die schönen Diamond Art Club Bilder. Und das ist das letzte. Ein rundes Kit. Diamond Art Club lässt einen ja leider nicht die Wahl. Das finde ich ein bisschen schade immer noch. Aber ich weiß, dass Diamond Art Club die Bilder so mit dem Rendering gestaltet, dass sie so am besten aussehen. Und wenn die mir jetzt sagen, natürlich in rund sieht der natürlich besser aus, dann glaube ich denen das natürlich. Ich habe mich aber so auf dieses Bild gefreut. Ich halte es auch extra noch zu, damit ihr es noch nicht gleich seht. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich hätte es aber trotzdem gerne in eckig gemacht, gebe ich ehrlich zu. Weil eckige Steine mache ich nun mal bei großen Bildern einfach lieber wie runde. Aber ich freue mich jetzt auch auf dieses runde Bild. Und jetzt zeige ich es euch. Und zwar ist das die Tabby. Und ich fand dieses Bild so, so schön. Tabby ist von Emilia Jarrett. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ist auch 51 x 71 cm groß. Und wie gesagt, mit runden Steinen. So, einmal aufmachen, das gute Stück. Das wird definitiv mein nächstes Projekt. Also ich bin immer noch mega begeistert. Ich habe mich so... Wie lange hat es jetzt gedauert? Ich überlege jetzt gerade mal, knapp 2 Wochen hat es gedauert, bis das Paket da war. Ich habe noch eins bei Diamond Art Club bestellt, aber das vermute ich mal, dauert noch eine Weile. Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist ein neues Toolkit! Ich habe euch ein rundes Toolkit gezeigt, ich habe euch ein eckiges und ich kann euch ein neues Toolkit zeigen. Oh mein Gott! Ich freue mich gerade. Und hier ist das Bild. Oh.
Und der Sticker. Er ist mit dabei. Und da ist sie nochmal, da kann ich sie euch nochmal zeigen. Oh mein Gott, ein neues Toolkit. Ich freue mich gerade ungemein. So, na, da bin ich mal gespannt. Achso, man muss das nicht aufreißen, wurde mir gesagt. Man kann es einfach so aufmachen. Und dann gucken wir mal, was da alles drin ist. Ihr seht, da kommt schon so viel hinterher. So. Auch wieder ganz viele Zippertütchen. So wie bei dem alten Toolkit auch. Ein Stift in rosa, aber in so einem durchsichtigen Glitzerrosa. Mit dazu passenden Fingerschutz, so dass man dann auch den Stift gut halten kann. Da dazu ein Döschen mit Wachs. Auch da drin wieder zweimal das Herzwachs. Richtig, richtig schön gemacht. Richtig, richtig schön. Dazu gab es noch ein Washi-Tape und das auch nicht gerade wenig. Und ein schönes Washi-Tape in Gold. Da dazu zwei Aufsätze. Das dürfte ein Vierer sein. Und ein Siebener. Gab es auch noch mit dazu. Also jetzt gibt es bei den neuen Toolkits gibt es einen Aufsatz anscheinend mehr mit dazu. Und ein Schiffchen. Es ist etwas größer wie das ältere und hat einen Stöpsel mit dabei. So, dass man das vorne verschließen kann und die Steinchen beim Schütteln nicht mehr rausfallen. Und auch in so einem Goldglimmer. Richtig, richtig toll. Richtig, richtig toll. Also das gefällt mir mega. Und was es dann dazu gab, ein Coverminder. Ich liebe das Arbeiten mit Coverminder. Der ist so leicht rosa-gold glitzernd. Hier unten ist der Magnet dafür. Der ist auch richtig schön groß. Richtig, richtig toll. Also ich bin richtig, richtig happy. So, da packen wir mal das schöne Zeug alles wieder hier schön rein. Damit mir hier auch nichts abhanden kommt. So, den Sticker von der Teffi. Und wir machen die schöne Leinwand auf. Also ich bin ja absolut begeistert, wie die Leinwand sich anfühlt. Das ist wirklich wie, als ob ich hier über Stoff gleite. Das ist wirklich Wahnsinn. Oh mein Gott, ist sie schön. Die Augen. Guckt euch jetzt schon die Augen an. Oh mein Gott, sie ist so schön. 58 Farben hat sie. Ich packe sie mal wieder quer, dass ich sie hier ausbreiten kann. Und da ist sie. Oh mein Gott, sie ist so schön. Und diese vielen Farben. Oh mein Gott, ich liebe sie. Hier sind die Steinchen dazu. Wieder die gleiche Anleitung. Die kennen wir ja schon aus den anderen beiden Kits. Und hier ist auch wieder der Stickersheet mit dabei. So, dass wir hier die einzelnen Sticker abmachen können für die Döschen. Ich nehme ja Döschen zum Painten. Und hier ist sie nochmal. Guckt sie euch nochmal an. Ist sie nicht schön? Wie gesagt, 51 x 71 cm ist sie groß. 58 Farben hat sie. Und sie hat zwei AB-Steine mit dabei. Ist sie schön. Ich freue mich so mega auf dieses Bild. So, dann wollen wir gleich mal gucken, wo die beiden AB-Steine hinkommen, bevor wir jetzt die Steine auspacken. So, ich sehe schon die 1. Das wird ein Fliederton sein und die 2 wird so ein Cremeton sein. Die ist überall hier oben mit in den Kopf mit drin. Hier 1 und die 2. Und auch nochmal hier unten in den Blüten mit drin. Die 1 und die 2 ist immer zusammen. Auch hier unten nochmal. Ich komme nochmal ein Stückchen hoch. Hier unten nochmal.
Oh mein Gott, ich freue mich so darauf. Ich hoffe, dass ich bis morgen, übermorgen mit meinem anderen Bild fertig werde und dass ich dann sie anfangen kann. Puh, ist sie schön. Muss ich mir nochmal angucken. Oh, herrlich. Ich freue mich. So, aber wir wollen uns ja nicht die Steinchen angucken. Wow, ist das ein Packen. Oh, die Steinchen sehen anders aus, wie bei dem ersten Rundenkit. Das sehe ich sofort. Die glitzern viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera so ein bisschen seht. Und hier sehe ich tatsächlich keine Löcher mehr drin. Also vermute ich ganz stark, dass der Ozean trifft auf Universum ein altes Kit ist. Ich vermute es jetzt ganz stark, ganz einfach. Weil das habe ich bei den anderen Diamond Art Club Bildern, die ich bis jetzt bei YouTube und bei TikTok und sonst irgendwo gesehen habe, noch nicht gesehen. Die Steinchen hier sehen ganz, ganz anders aus. So, auch hier haben wir wieder ganz viel Weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tüten in Weiß. Dann diesen Weiß-Blauton, die 3756, drei Tütchen. Dann zwei Beige-Töne. Das erinnert mich so sehr an Frühling, die Farben. Ein Grauton, ein Grün. Und noch ein Grün, ein schönes Rosa, ein Lila, ja so ein Grau-Erdton und noch ein Grün. Damit haben wir die erste Schlange. Und hier ist wieder meine Lieblingsfarbe, die 550, dieses schöne dunkle Lila, ich finde das so schön. Und hier ist die erste AB-Farbe. Dieser Rosaton. Wow. Richtig, richtig toll. Es sind so schöne Steine. Wir haben noch eine Schlange. Das brauchst du ja noch nicht. Oh, guckt euch mal dieses Knallige. Das kommt in der Kamera gar nicht mit. Das ist ein richtiges knalliges Pink. Ein bisschen 310. Das ist wirklich nur ein winziges bisschen. Und hier ist die zweite AB-Farbe. Ein helles Rosa, fast beigeig, ist der zweite AB. Auch wunderschön. Und ein richtig strahlendes Gelb. Hier ist nochmal ein schönes Pink. Wow. So eine Menge an Steinen. Wahnsinn. Ich bin absolut begeistert. Wirklich. Ich bin total geflasht. Ich freue mich darauf, das zu painten. Alle drei Bilder. Mit Taffy fange ich definitiv an. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ich freue mich, dass ich mich dazu entschieden habe, doch zu bestellen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich euch bitten, einmal auf Abonnieren klicken. Ist kostenlos, tut keinen weh. Ich freue mich darüber und wenn ihr meine Videos toll findet, würde ich mich noch mehr freuen. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich noch mehr freuen und Kommentare genau dasselbe. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit Diamond Art Club gemacht? Dann könnt ihr es mir ja gerne mal in die Kommentare unten drunter schreiben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das painten lässt. Sehr, sehr, sehr. Gut, meine Lieben, dann verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.